Inklusion bedeutet für mich einfach ein Miteinander, dass jeder mit jedem einfach irgendwas zusammen macht, dass jeder jeden akzeptiert und toleriert. Nicht, dass irgendjemand ausgeschlossen oder ausgegrenzt wird. Mein Name ist Katrin Schmidt. Ich bin als Inklusionskoordinatorin tätig im Projekt InClub. Das Projekt InClub ist ein Projekt von der gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk Böblingen und mit dem Stadtjugendring Böblingen. In der Jugendbegleiterqualifizierung werden vorwiegend Jugendliche ausgebildet, aber es nehmen auch immer wieder Erwachsene daran teil, die ausgebildet werden, um danach in Schulen AG- und Workshop-Angebote anzubieten. Seit letztem Jahr ist auch die Jugendbegleiterqualifizierung das erste Mal inklusiv geöffnet worden. Das bedeutet, dass auch Menschen mit einer Beeinträchtigung daran teilnehmen. Und da haben wir jetzt den ersten Jahrgang abgeschlossen. In der Jugendbegleiterqualifizierung waren auch erstmals drei Menschen mit Beeinträchtigung dabei. Und alle drei sind jetzt auch im neuen Schuljahr eingesetzt in den Böblinger Schulen. Mein Name ist Birgit Riedl. Ich bin bei den gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH als Projektleitung für das Projekt InClub tätig. Die Alltagserfahrung von Menschen mit Behinderungen, die zeigen uns immer wieder, dass sie oft ausgegrenzt werden oder Barrieren erleben, wenn es darum geht, mit dabei zu sein, teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben. Inklusion meint aber, dass Menschen mit und ohne Behinderung die gleichen Rechte haben. Ein ganz besonderer Ansatzpunkt von unserem Projekt InClub ist, dass wir beide Schulungen inklusiv geöffnet haben in der Teilnahme für Menschen mit und ohne Behinderung. Jetzt können sich dadurch das erste Mal Menschen mit einer Behinderung auch zu Jugendbegleiter ausbilden lassen oder auch als Inklusionsbegleiter. In unserem Leitbild der GWW ist uns ein ganz wichtiger Leitsatz, Menschen mit Behinderung in der gleichberechtigten Teilhabe zu unterstützen. Ehrenamtliche Inklusionsbegleiter sind wertvolle Brückenbauer. Sie helfen Menschen mit einer Behinderung dabei, Barrieren vor Ort abzubauen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des InClub-Seminars lernen vor allem durch Selbsterfahrungsübungen und Praxiserfahrungen die Welt auch aus der Sicht der Menschen mit Behinderungen kennen. Das InClub-Team der GWW hat, um die Schulung durchzuführen, spezielle Fachthemen inhaltlich entwickelt, die vor allem barrierefrei gestaltet wurden, sowohl in den Methoden wie auch in der ganzen Umsetzung der Qualifizierung, damit wir Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam zu Inklusionsbegleiter ausbilden konnten. Jetzt ganz langsam, ganz ruhig. Wir müssen die Hand reinmachen und Sachen rausholen, also nicht rausholen, sondern drin lassen und erfüllen und dann aufschreiben, was wir denken. Für mich war das auf jeden Fall eine extreme Bereicherung. Also das ist echt unglaublich. Man wird gefragt, ob man da etwas machen würde und dann stellt sich das zu so etwas Großem heraus. Das hat mich wirklich gebufft und ich freue mich echt, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja, also dem kann ich auch nur zustimmen. Bei mir war es genauso. Ich freue mich jetzt richtig, dass ich hier sein konnte. Und ich kann es auch nicht jedem empfehlen, der sich überlegt, das zu machen, hierher zu kommen. Also das ist richtig cool. Man lernt auch extrem viel fürs Leben. Vor dem Wochenende
da war es einfach so, dass ich jetzt weniger auf diese Menschen mit Behinderung geachtet habe. Ich habe sie gesehen, aber ich hatte eben Angst, sie anzusprechen. Und jetzt habe ich gelernt einfach, dass ich offen sein kann, dass es ja auch ganz normale Menschen sind, so wie ich. Bei den Selbsterfahrungen, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl saß, ich saß da und es war ein komisches Gefühl, einfach auf diese Barrieren zu stoßen. Eine Treppe ist vor mir und ich komme da nicht hoch. Oder es ist was ausgewiesen, ein Rollstuhlweg, aber er ist einfach doppelt oder dreifach so lang. Hallo, ich bin die Laura Dumann und ich habe meinen Inklusionsbegleiter abgeschlossen. Ja. Also ich finde es gut, dass wir das alles zusammen gemacht haben und dass wir ganz tolle Sachen machen konnten. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal die Jugendbegleiterqualifizierung inklusiv geöffnet. Und ich kann sagen, voller Freude, was für eine Bereicherung und was für ein Wert das war. Ich kann jedem nur empfehlen, uns das gleich zu tun und seine Aufgaben inklusiv zu öffnen.